Danke für die Zeit und fürs Interview. Jürgen, wir stehen da in der neuen Geschäftsstelle im Bereich des Wackerlands. Die Merchandising-Artikel, die Fanartikel liegen zurzeit etwas wie Blei in den Regalen aufgrund der sportlichen Situation. Jetzt bist du einer der erfahrensten Spieler, die wir haben, einer der mit der meisten Qualität. Du bist auch im Spielerrat. Ihr habt sicher die sportliche Situation im Herbst analysiert. Zu welchen Ergebnissen seid ihr gekommen? Ja, der Herbst ist natürlich überhaupt nicht so ausgefallen, wie wir uns das vorgestellt haben. Es war so, dass nach dem Abstieg natürlich eine ziemlich depressive Stimmung in der Mannschaft, im Verein und rundherum auch war. Das hat man gespürt und da war es schwierig, am Anfang den Hebel umzulegen. Da sind wir in einen Negativstrudel reinkommen, wo eigentlich keiner so damit gerechnet hat. Ich habe schon damit gerechnet, dass vielleicht Schwierigkeiten auftreten werden, aber dass es so krass kommen wird, mit denen hat eigentlich keiner gerechnet. Und ja, es gibt viel zu tun, viel zum Arbeiten. Die Vorbereitung ist lang, wir haben gute Testspielgegner, da geht es jetzt ganz einfach Gas geben, arbeiten. Aber ich glaube, Wunder dürfen sich auch im Frühjahr keine erwarten. Es wird ein ganz schwieriges Frühjahr, meiner Meinung nach. Und es wird ein Kampf bis zum Schluss. Und wir werden natürlich alles dafür tun, in der Klasse zu bleiben. Man steckt mitten in der Vorbereitung, hat jetzt zwei Testspiele hinter sich. Da Verhältnis 13-2, 13 Gegentore, puh, das ist hart. Was braucht es? Ja, das sagt eigentlich noch gar nichts aus, weil wir am Anfang der Vorbereitung stehen, zum Auftakt gleich zwei schwere Brocken auch gehabt haben. Also da muss ich noch nicht so viel sagen, die Mannschaft zieht gut mit, versucht die Ideen vom neuen Trainer umzusetzen. Klar, wir müssen uns in allen Bereichen verbessern, das wissen wir auch. Aber wie gesagt, jetzt ist die Zeit noch relativ knapp. Wir haben auch in den Trainingseinheiten vor den Spielen sehr, sehr hart trainiert. Da muss ich noch nicht so viel sagen. Wichtig ist, dass wir beim ersten Spiel dann ausgeruht sind und topfit sind. Also das ist immer wichtiger, als wenn wir jetzt die Testspielergebnisse gut sind und dann in der Meisterschaft nichts reißen. Die Spieler haben ein Zeichen gesetzt, finanzieren sich ja einen Teil des Trainingslagers selbst jetzt in der Türkei. Wie ist es zu dieser Entscheidung gekommen? Ja, ich glaube, dass ein Trainingslager schon wichtig ist in so einer Vorbereitung, um zum einen auf Rosenplätzen trainieren zu können. In der Türkei hat man auch ganz andere Möglichkeiten. Zum anderen, um auch eine gute Gruppe zu formen, ist es gut, wenn man von früh bis am Abend immer zusammen ist. Die schweißt der Truppe auch zusammen. Und wir haben im Verein ein Signal gegeben, dass wir bereit sind, eben einen Teil selber zu übernehmen. Und vom Vorstand ist auch gleich das Zeichen gekommen, dass sie den restlichen Teil übernehmen. Ist ein gutes Zeichen, glaube ich, vom ganzen Verein. Und wie gesagt, ich bin froh, dass wir jetzt fahren können, weil auf Rasenplatz natürlich besser ist zu trainieren als wir auf dem Kunsthaus. In dieser Woche stehen weitere zwei Spiele an, morgen gegen die Reichenau und ich glaube am Freitag dann gegen St. Gallen. Was erhofft man sich? Ja, also ich glaube gegen die Reichenau, bei allem Respekt, sollten wir natürlich schauen, dass wir am Selbstvertrauen danken. Ich hoffe, das gelingt uns, weil wie gesagt der Herbst eben schon Substanz gekostet hat, natürlich am Selbstvertrauen auch genagt hat. Und jetzt sind die zwei Spiele auch zwei Niederlagen gegeben hat, sollten wir schon schauen, dass wir da Tore erzielen, Chancen herausspielen. Und was noch viel wichtiger ist, das, was der Trainer uns vorgibt, versuchen umzusetzen. Und dann mit St. Gallen wartet wieder ein richtig starker Gegner. Da geht es halt versuchen dagegen zu halten, auch wenn der Gegner mal übermächtig ist. Und versuchen eben, wie gesagt, das, was wir uns unter einer Woche erarbeitet, umsetzen. Du hast von der depressiven Stimmung gesprochen. Was lässt dich positiv in die Zukunft schauen? Positiv in die Zukunft schauen lässt mir, dass wir, glaube ich, so eine Mannschaft haben mit Entwicklungspotenzial. Jetzt einen Trainer haben, der sehr akribisch arbeitet, der mit den jungen Spielern viel arbeitet, der auch im Umgang mit den Leuten gut ist. Da hoffen wir schon, dass wir den nächsten Schritt machen. Aber wie gesagt, es geht nur Step by Step. Wir sind hinten drinnen.
Und das darf man nicht vergessen. Und Wunder darf man sich auch jetzt vom neuen Trainer kennen. Ich hoffe, Pollack bis jetzt sehr gute Arbeit leistet. Ja, ich hoffe, dass wir einen guten Start erwischen, dass wir selbst daran danken und dann schon ein besseres Frühjahr spielen, als wir es im Herbst waren. Das Ziel ja, ist natürlich so schnell als möglich von hinten wegkommen und der Klassenerhalt sichern. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für das Interview und wir wünschen dir alles Gute und das ist bald auf. Danke. Danke ebenfalls.